Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Werner Seewald. Fischdampfer werden gelöscht. Gegen Abend eines Spätsommertages sind 6 Fischdampfer in Cuxhaven eingelaufen und haben vor der 1 Kilometer langen großen Fischhalle festgemacht. Sie bringen 16.000 Zentner Heringe und 5.000 Zentner Frischfisch, in der Hauptsache Kabeljau, Schellfisch, Seelachs und Rotbarsch. Die Mannschaft hat gerade 24 Stunden Ruhe, bevor es wieder hinausgeht. Inzwischen hat der Seefischmarkt alles vorbereitet, um den Fang zu bergen und zu verarbeiten. Im nächtlichen Scheinwerferlicht geht die bis ins Kleinste durchorganisierte Arbeit vor sich. Die Präzision des Handlungsablaufs ist verblüffend, das Zusammenspiel aller Mitwirkenden bewundernswert. Unaufhörlich rasselt die Winde, steigen die Körbe aus dem Bauch der Schiffe empor. Blitzschnell ergreift eine hakenbewehrte Hand den Korb und befördert ihn auf der glitschigen Laufplanke zur Halle. Ebenso schnell ist der Inhalt sortiert, in Auktionskisten zu 50 Kilogramm umgefüllt und abgewogen und wird nun von geübten Arbeitern je nach Sorten und Dampferladungen aufgestellt. Um 5 Uhr morgens ist die Löscharbeit beendet.